Wenn ich mit Kindergruppen von Weilburg nach Limburg fahre, stelle ich immer die Aufgabe, die Anzahl der Tunnel auf diesem Streckenabschnitt zu zählen. Es sind insgesamt 7. Die längsten sind bei Kirchhofen und bei Ennerich mit je fast 500 Meter Länge. Insgesamt hat die Lahntalbahn zwischen Weilburg und Koblenz 18 Tunnel mit einer Gesamtlänge von knapp 6 Kilometern. Viele Menschen bekommen ein beklemmendes Gefühl, wenn sie in einen Tunnel einfahren. Die Enge, die Dunkelheit, das Gefühl des Nicht-Weg-Könnens führt zu unkontrolliertem Verhalten. Unfallforscher haben herausgefunden, dass in Tunnelanlagen statistisch gesehen ein vielfach höheres Risiko besteht, in einen schweren Unfall verwickelt zu werden, als auf einem frei einsehbaren Streckenabschnitt. Für viele ist es ein Gefühl der Befreiung, wenn sie am Ende des Tunnels endlich wieder ins Licht kommen. Die Faust der Angst, die Beklemmung, ist mit diesem Lichtschein gebannt. Man kann wieder frei aufatmen. Um das Licht, welches in die Finsternis der Welt kommt, geht es auch am heutigen Sonntag. Weihnachten ist nun schon eine Woche her. Und doch erinnert uns das heutige Tagesevangelium daran, dass Gottes Licht nicht nur an den drei Feiertagen, Heiligabend und Weihnachten, in dieser Welt leuchtet, sondern auch weiterhin strahlt. Viele Menschen verbinden gerade mit diesem Jahreswechsel die Hoffnung auf ein besseres oder zumindest normaleres Leben in Zukunft. Der Impfstoff, der jetzt seit einer Woche auf dem Markt ist, verstärkt diese Hoffnung. Vielleicht ist es ja doch so, dass wir in ein paar Monaten wieder so leben können, wie es zu Beginn des vergangenen Jahres möglich war. Das Licht leuchtet in der Welt. So heißt es im Tagesevangelium. Die Finsternis hat es nicht erfasst. Wie sehr wünsche ich mir für das Jahr 2021, dass nicht die Querdenker oder Impfgegner das letzte Wort haben und die Spaltung in der Gesellschaft vorantreiben, sondern dass viele Menschen erkennen, was das Leben schön und lebenswert macht. 7 Tunnel muss jeder Zugfahrende zwischen Weilburg und Limburg durchqueren. 7-mal wird es dunkel, eng und beklemmend. Aber auch 7-mal heißt es, wir sehen das Licht am Ende des Tunnels. Der Ausstieg erstrahlt im Hellen am Bahnhof der Domstadt. Die Finsternis des Lebens hat nicht die Macht, sondern das strahlende Licht, das an Weihnachten in die Welt kam.